Hallo, hallo, mein Name ist Yael, herzlich willkommen in meinem Plenty Sanctuary. Ich war mal wieder shoppen, beziehungsweise musste ich zu Obi. Und wenn ihr nicht wisst, dass Obi eine ziemlich große Pflanzenabteilung hat, dann wo wohnt ihr? Ja, ich war mal wieder shoppen, beziehungsweise musste ich tatsächlich aus einem anderen Grund zu Obi. Und ich habe gedacht, wisst ihr was, Obi hat eine ziemlich geile Pflanzenabteilung. Und eigentlich habe ich damit angefangen früher, immer zu Obi zu gehen und mir da meine ersten Pflanzen zu kaufen. Deswegen habe ich gedacht, lass uns doch heute mal die Pflanzenabteilung abchecken. Ich war beim Obi in Altona. Ich muss sagen, ich habe einen Obi direkt bei mir um die Ecke, zu dem ich eigentlich immer gehe. Aber ich habe gehört, dass in Altona die Auswahl sehr gut sein soll. Deswegen bin ich einfach mal dahin gedüst und habe mir die Lage angeguckt. Und ihr werdet sehen, hört ihr das Vogelgezwitscher? Mir ist heiß. Wir haben heute in Hamburg 25 Grad. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also Klimawandel, hu? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Let's go. Ich sehe Efeututen. Und zwar sehr schöne. Und große. Und günstige. Geil. Richtig schön. 16,90 ist auch ein richtig guter Preis, muss ich sagen. Die auch sehr hübsch. Und ging es hier für auch 16,90. Liebe ich ja auch, ne? Enjoy. Wir haben die Standards. Calatheas, die Freddy. 7,99, heftig. Wie teuer bist du? Auch 7,99, okay. Aber Traummücken. Ganz viele Traummücken. Aber das ist nicht schlimm. 14,99, okay. Ich sehe schon eine Zedrina. Da freue ich mich ja schon drauf. Eine Dings, eine Ruby Red. Wer ist die nochmal? Ich sehe den Preis gerade nicht. Vielleicht einmal rum. Aber ich sehe wieder, sie haben diese coolen Propagation Gläser hier. Für 7,99. Sowas liebe ich ja, ne? Und Begonien. Wie teuer bist du? Brasilia hieß sie, ne? Oder wie hieß sie? Achso, okay, 4,99. Die ist auch hübsch. Anna? Wir gucken mal für Anna. 4,99. Okay. Die Homalomena will ich wissen, wie teuer die ist. Da ist eine rum. Ich sehe auf jeden Fall auch eine Pfanne. Für 16,99. Okay, also die größeren Hohlpflanzen. Anscheinend. Ah. 39,99. Okay. Ah, die ist auch echt groß, ne? Die Sonne scheint hier so schön rein. Oh, ich liebe Gartenhäuser. Ich bin einfach wieder glücklich. Also es ist echt so, dieses einfach umgeben zu sein von diesem Grün und so, dieses Garten, dieses Gewächshaus-Feeling. I love it, ey. Ich lieb's. Neben mir sind übrigens ganz viele kleine Scannens für 3,99. Und Minimaus. Ach ne, der 9,99, auch richtig gut. Die Zebrina. Wie teuer bist du? 25. Nice. Sehr große Zebrina. Oh, ganz viele Philodendrons. Wir haben einmal ein Green Emerald. 12 Euro. Geil. Und ein Imperial Red für 12. Also die sehen hier auch wieder echt sehr gut aus, muss ich sagen. Wir haben natürlich auch die Standards Monsteras. 8 Euro. Und die Venti Eyes. 10 Euro. Aber krass, die ist echt groß. Also für 10er ist sie groß, ne? Süße Töpfchen. Der ist schön.
Ich sehe Pollys für 16,99 und ganz viele Bananen und Diffenbachien. Ich glaube auch Sisi Plants. Ich gehe mal rum. Große Monsteras, krass. Für 20. Die sehen echt gut aus, muss ich sagen. Kakteen. Und Leute, ich bin auf meinem Kakteen-Trip. Also ich weiß echt nicht, was passiert ist. Ich glaube, das eine Mal mit Franka, das war nicht gut. Ich bin so auf meinem Kakteen-Trip. Aber ich sehe auch gerade eine kleine String of Pearls für 2,99. Hier steht jetzt zwar irgendwas Komisches, aber das ist String of Pearls. Und da bleiben wir ganz weit weg. Aber ich sehe ein paar schöne Süßis. Und ich sehe auch die Peperomia prostrata. Muss man ja mal sehr vorsichtig sein, wie man das ausspricht. Für 16,99 liebe ich ja auch irgendwie. Ich habe zwar keine, aber ich finde die richtig schön. Vielleicht ist bald the day. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schöne Zipriners, auch richtig schöne Größen. Und da oben auch noch große Hängebrasils. Und Heuers. Da sind so ein paar Heuers zwischen. Wie teuer ist die Brasil? Umsonst. Nee, ich glaube auch 16,99. Große Blue Stars, sehr große Blue Stars. Und eine Heuer. Ich sehe Heuers. Für 15,90, geil. Oh, ich und meine Heuers. Das ist ja immer so eine Sache. Es wird gefährlich. Ich sehe übrigens richtig schöne Zerstreuber. Oh nein. Oh mein Gott, das ist das Schönste, was ich hier gesehen habe. Der ist richtig schön. Oh nein. Ich habe so viele, ne? Scheiße. Ich liebe ihn. Das ist echt schlimm, ne? Also ich habe so viele, aber ich will ihn. Ganz dringend. Aber gut, ich muss stark bleiben. Es kommen auch schöne Pflanzen. Lieber dafür mein Geld ausgeben. Für 10 Euro? Ich liebe meine ja richtig doll, ne? Ich finde, das ist so eine underrated Plant. Die ist so schön. Und ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht so der helle Pflanzenmensch. Aber die, ich liebe die richtig doll. Ich finde die so schön. Guck mal, wie hübsch die ist. Love her. Ich sehe gerade Airplant Spray. Also mit diesen Airplants, ne? Da muss ich mich irgendwie noch mal schlau machen. Ich finde, die sehen so cool aus, aber ich habe mich da halt noch nie so rangetraut. Und das sieht interessant aus hier. Falls ihr ein paar Tipps für mich habt, was so Airplants angeht und Luftpflanzen allgemein und so, schreibt mir die gerne mal in die Kommentare. Weil ich möchte da echt gerne noch mehr drüber lernen. Ich sehe schöne Blüte aus. Boah, 10 Euro, diese Riesenrose. Richtig guter Preis. Heftig. Ihr seht zwar mein Gesicht nicht, aber ich mach so. Schon echt. Oh mein Gott. Nerven zusammen. Hier stehen einfach Koprias für 15 Euro. Guckt euch mal an, wie schön. Was soll ich denn machen? Ach Leute. Was passiert denn hier schon wieder? Also, nee, das ist doch jetzt auch langsam irgendwie ein Witz. Also, Leute, hier stehen einfach
Cuprias und Dragon Scales für 15 Euro. Also ganz ehrlich, nee, ich werde gerade richtig sauer. Ich könnte hier alles umkicken gerade, ne? Das ist doch schon wieder einfach unglaublich. Was passiert denn? Warum haben die denn jetzt hier irgendwie schon wieder so kranke Preise? Und dann guckt man sich im Internet an, eine Cupria für irgendwie 70 Euro. Was ist das? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich werde langsam richtig, richtig sauer. Ich glaube, ich habe Fieber. Also, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich kann gerade alle mitnehmen. Ich habe aber genug zu Hause. Leute, wenn ihr noch keine habt, kommt her und kauft euch eine. Ihr werdet die nicht günstiger finden. Das ist definitiv klar. Unglaublich. Ich habe mir diese wunderschöne Dragon Scale an. Warum kosten die denn nur 15 Euro, ey? Das ist so geil. Oh, heftig, Mann. Die ist ja noch einen richtig schönen Philodendron Saw. Und der kostet 20. Also so voll okay der Preis. Aber dann kostet die Kupfer ja einfach 15. What happened? Oh, oh nein. Was ist denn los hier? Guckt euch mal an, wie geil. Die haben wir doch letztes Mal beim Pflanzen Kölle gesehen. Oh nein, nee, die muss ich ja mitnehmen. Oh Gott. Ich habe die ja damals nicht mitgenommen. Und ich habe das so bereut. Ich habe das so bereut im Nachhinein. Und ich habe mir geschworen, nächstes Mal, wenn ich die sie kaufe, ich sehe sie. Und jetzt sehe ich sie. Das heißt, jetzt kommt sie mit. Oh, ich finde die so cool, ne? Oh, so schön. Also das sind so die Arten von Kakteen, die ich momentan richtig geil finde. Diese kleinen... genau die. Ihr wisst, was ich meine. Also auch die ich mir bei Pflanzen für alle gekauft habe. Ich liebe die richtig. So kleine, weirde, coole Sukkulenten. Die liebe ich. Und ja, ich weiß, Sukkulenten und Kakteen sind nicht dasselbe. Ich werde sehr viel angemeckert von euch Leuten, ne? Aber ich weiß es. Ich komme hier nicht weg, ne? Ich muss weg. Ich muss weg. Also wie gesagt, ne, hätte ich nicht irgendwie noch andere Dinge in meinem Leben, die man bezahlen muss, dann wäre es hier over. Komisch. Süß. Spirit of Africa. Africa. So, viele süße kleine Kakteen. Also diese Cupria, ne? Fertig mit den Nerven. Oh, das ist doch dieser Schlangenkopf. Also Frank und ich meinten, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Medusa-Kopf. Jetzt haben sie den hier auch. Aua. Oh, das wird sehr schwierig für mich. Ja, den nehme ich mit. Der muss mit, tut mir leid, aber der muss mit. Der ist richtig schön. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, das ist das Kleinste, was ich je gesehen habe. So, einen kleinen Topf brauche ich. Ich brauche einen ganz kleinen Topf. Oder gehe ich in die Terrakotta-Abteilung? Ich glaube, ich gehe in die Terrakotta-Abteilung. Die liebe ich ja sowieso. Und die sind halt auch immer am günstigsten. Ne? Also auch Babytöpfe können schon so teuer werden. Manchmal, das ist echt unglaublich. Und deswegen liebe ich halt Terrakotta. Die sind einfach günstig, die sind robust und die sind schön. Wir gehen zum Terrakotta. Paradise. This is what paradise looks like. Und hier haben wir auch, guck mal ey, 59 Cent. Dafür findest du auch keinen anderen Topf. Reicht der? Let me see. Oh, ist der schon so groß? Oh, das ist doch super süß, oder? Ich glaube, ich könnte fast noch einen kleineren nehmen. Aber dann haben die ja gar keine Luft mehr. Ne, das braucht auch ein bisschen Luft. Nee, das ist zu klein. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Oh mein Gott, sind die süß, ey. Ich kann nicht mehr. Ich liebe es. Guckt euch mal.
Also, was ist denn los? Also, jetzt mal ehrlich. Die Baumärkte, ne? Die letzte Zeit sind die wirklich on top of their game. Also, ich muss wirklich sagen, ich war sehr überrascht. Ich weiß, Obi hat eine sehr große Auswahl und die haben wirklich gute Pflanzen da. Aber einfach so eine Cupria, ein Dragon Scale, also geile Pflanzenauswahl, wirklich heftige Sachen dazwischen und die Preise unschlagbar. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Ihr habt natürlich auch gesehen, ich habe Pflanzen mitgenommen. Ich musste wieder ein bisschen stark bleiben, ansonsten hätte ich direkt eine Cupria mitgenommen. Aber ich habe tatsächlich zwei super süße Kakteen-Sukkulenten gefunden. Wenn ihr meinen Pflanzen-Kölle-Vlog mit Franka gesehen habt, dann werdet ihr wissen, wir haben diese Pflanze schon mal dort gesehen, in etwas größer. Und ich habe sie nicht mitgenommen und ich habe es sehr bereut. Deswegen habe ich sie jetzt mitgenommen in der Babygröße. Und zwar ist das die, dieses erste Wort, ne? Deschidia pangolinca. Okay. Pangolin Kisses. T5. Ja, auf jeden Fall ist das diese Deschida. Und die hat einfach nur sage und schreibe 690 gekostet. Ich finde die sowas von cool. Also ich bin ja sowieso gerade so auf meinem Wüstentrip. Auf jeden Fall musste ich die mitnehmen. Ich finde die so cool. Und ihr habt ja schon gesehen, dass ich danach nochmal Terrakotta-Töpfe holen war. Und zwar habe ich diesen kleinen mitgenommen. Und ich meine ganz ehrlich, wie cool sieht das aus? Also ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ihr das hässlich findet. Sorry, aber das geht nicht. Des Weiteren habe ich noch einen Kaktus mitgenommen. Und zwar ist das dieser Kalahari-Mix steht hier, okay. Das ist auch, den wir bei Pflanzenkölle gesehen haben, dieser Medusa-Kopf, haben wir das genannt, Franka und ich, weil das sieht so schlangenartig aus. Und das ist jetzt auch die kleine Version für 2,79, auch ein Hammerpreis. Und ich bin ja sowieso ein Fan auch davon, Pflanzen erstmal in der kleinen Version zu kaufen. Erstens finde ich, sieht es sehr oft viel besser aus. Und zweitens, einfach um zu gucken, ob ich mit der klarkomme, bevor ich mir jetzt ein Riesending hier kaufe. Ja, ich finde die super, super cool. Da habe ich mir auch einen Terrakotta-Topf für gekauft. Der ist aber direkt vor meinem Auto mir runtergefallen und kaputt gegangen. Deswegen habe ich den jetzt in diesem kleinen Dena-Topf stehen. Ihr wisst ja, ich liebe die sowieso. Und ich muss sagen, auch das sieht einfach wunderschön aus. Was soll ich sagen, ne? Das ist halt. Mir gefällt das sehr, dass ich so ein bisschen merke, okay, ich kann mich auch zusammenreißen. Also es gab wirklich eine Zeit, da war ich sehr nicht zurückhaltend, sagen wir es mal so. Also da habe ich einfach jede Pflanze gekauft, die ich irgendwie schön fand. Und ich habe gemerkt, so, ich muss wieder ein bisschen zurückschrauben, weil ich habe genug wunderschöne Pflanzen. Und vor allem, man sieht ja auch jetzt wieder, man kann auch für kleines Geld sehr glücklich sein mit seinen Käufen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auch auf jeden Fall mein Instagram ab, dann seht ihr immer, wo ich mich gerade so rumtreibe. Kriegt ihr ein bisschen Sneak Peeks für die Videos. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns ganz schnell im nächsten Video. Bis bald!